Gründer von sogenannten Personengesellschaften sind Leute vom letzteren Schlag. Sie verfügen oft schon über ein gewisses persönliches Vermögen und sind bereit, dieses Vermögen gänzlich zu riskieren für den Erfolg ihrer neuen Unternehmerexistenz. Ein solcher Weg, sein mühsam angespartes Vermögen mit einer Personengesellschaft aufs Spiel zu setzen, ist die Gründung einer Kommanditgesellschaft, kurz KG. Die Gesellschafter sind gut gelaunt und wenden sich der Verteilung des erzielten Gewinns, des Jahresüberschusses zu. Im Normalfall wird jedem zunächst eine 4% Verzinsung seiner Kapitaleinlage gutgeschrieben. Der Rest wird nach Köpfen gleichmäßig aufgeteilt. Hier kann es aber auch andere Aufteilungsschlüssel geben, wenn zum Beispiel die Kapitaleinlagen der Gesellschafter sehr unterschiedlich hoch sind.